Clara für mich Realschule Plus. Ich bin Sophia, ich bin in der 5a und wir zeigen euch heute die Schule. Ich spiele mit euch jetzt ein Quiz. Ihr könnt auch was dabei gewinnen. Ihr benötigt dafür nur ein Blatt und ein Stift. Wir sind hier im Werkraum, hier lernen wir mit Werkzeugen umzugehen und wie sie heißen. Hier die Frage, was habe ich hier in der Hand? Eine Holzraspel, ein Hammer oder eine Säge? Hier sind wir im Multifunktionsraum. Hier treffen sich zum Beispiel die Klassensprecher, um Dinge für die Schule zu besprechen. Einmal drehen bitte. Hinter mir ist das Lehrerzimmer. Wir dürfen bestimmt nicht rein, weil sie nicht aufgeräumt haben. Ich bin hier in der Schulküche. In Hauswirtschaftslehre lernen wir hier zum Beispiel ein Brot backen. Hier die Frage, was kann ich anbrennen? Kartoffeln, Fleisch oder Wasser? Das ist Herr Schuh, unser Hausmeister. Er hilft uns sogar beim Weihnachtsbaum schmücken. Wir sind stolz, dass unsere Schule nach der Schriftstellerin Clara Fiebig benannt wurde. Clara Fiebig hat in ihren Büchern die Schönheit unserer Landschaft beschrieben. Damit hat sie der Eifel und der Mosel in der Literatur ein großes Denkmal gesetzt. Berühmte Bücher von ihr sind Kinder der Eifel und das Weiberdorf. Ich möchte euch eine ganz wichtige Person vorstellen. Morgen. Morgen. Albi. Hier ist unsere Sekretärin Frau Heck. Hier bekommt man sogar Pflaster. Da rein. Hallo Albi. Hallo. Was kann ich für dich tun? Was macht denn eine stellvertretende Schulleiterin? Oh. Eine stellvertretende Schulleiterin, die übernimmt eigentlich alle Aufgaben, die auch eine Schulleiterin übernehmen muss. Sei es von Toilettenpapier über Mensa, über für die Kollegen da sein, für die Schüler natürlich für euch da sein, für alles, was in der Schule abläuft, Verantwortung tragen. Also von ganz klein bis ganz groß muss man alle Aufgaben übernehmen. Hier ist noch eine Frage für euch. Wer hat nicht aufgeräumt? Die Ganztagsschüler können hier in der Mensa zu Mittag essen. Auf unserer Homepage findet ihr ganz viele Informationen. Hier eine Frage. Wie heißt unsere Schülerzeitung? Wenn ihr schon auf unserer Homepage stöbert, könnt ihr bestimmt schon unsere nächste Frage beantworten. Wie heißt unser Schulmessenger? Wir besuchen jetzt Herr Hermann. Herr Hermann ist auch in der Schulleitung. Hallo Herr Hermann, wir haben eine Frage an Sie. Was ist denn Ihre Aufgabe als didaktischer Koordinator? Ja, du sagst es, ich bin didaktischer Koordinator noch gar nicht so lange hier an der Schule. Die Stelle wird neu besetzt und da kümmere ich mich so insbesondere um die 7. bis 10. Klassen, um die etwas älteren. Aber auch für euch habe ich immer ein offenes Ohr. Jetzt beschäftige ich mich ein bisschen mit dem Vertretungsplan und ganz viele andere Sachen. Hallo, wir sind die Lerncoaches und wir helfen den Lehrern bei der Hausaufgaben. Außerdem betreuen wir die Spielekiste. Dort können sich 5. und 6. Klässler in den Pausen Sportgeräte zum Spielen austeilen. Hier arbeitet unsere Schulsozialarbeiterin Frau Kees. Sie ist auch für die Kinder da. Herr Neugier, Sie sind ja in der Schulleitung der pädagogische Koordinator. Was ist denn Ihre Aufgabe in der Schule? Meine Aufgabe ist es,
dass ich mich um die Kinder im 5. und 6. Schuljahr kümmern muss, also um euch. Für euch bin ich zuständig und sehe zu, dass es euch an nichts fehlt, dass es euch gut geht. Und ich helfe dann beispielsweise den Klassenlehrern oder den Klassensprechern bei ihrer Aufgabe und unterstütze sie dabei. Ich habe aber auch noch ganz viele andere Aufgaben in der Schule, aber das führt jetzt zu weit, das alles zu erklären. Hauptsächlich bin ich für euch da. 1, 2, 3, ach nee, ihr schätzt jetzt, wie viele Tintenpatronen hier drin sind. Ihr seid ja jetzt schon auf unserer Homepage, da findet ihr auch die E-Mail-Adresse von unserer Schule. Schreibt uns eine E-Mail mit den richtigen Antworten, dann könnt ihr was Tolles gewinnen.